Also ich hatte schon so viel Fehlstarts auch. Genau, der ist in dem Stage da drinne. Warum ist der da so am rumwackeln? Naja, wird schon schief gehen. So, dann machen wir mal vollen Thrust hier, also vollen Schub. Die beiden, der und der da, genau. Und dann würde ich mal sagen, dann starten wir mal. Auf geht's. Ja, wie ihr eben gesehen habt, SRS habe ich jetzt aktiviert, damit er auch wirklich gerade nach oben fliegt und ich muss ja auch gerade mal aufpassen, dass mir die Triebwerke nicht überhitzen. So, damit er auch wirklich gerade nach oben fliegt und nicht hier irgendwie hin und her wackelt oder sonst wie wegtreibt. Ja, wenn ich hier zu viel Schub gebe, zumindest bei diesen Tanks, ist mir aufgefallen, dass die Triebwerke ziemlich schnell überhitzen. Wenn die Triebwerke überhitzen, explodieren sie. Und dann haben wir da keine Triebwerke mehr. So, ich kann hier auch nebenbei auf die Karte gucken mit M, dann sehe ich hier nämlich auch so eine Umlaufbahn, wie sie denn gerade sein würde. Momentan sind wir da und wir würden, wenn ich jetzt aufhören würde, Schub zu geben, würden wir einfach hier so rumtreiben und wieder da im Wasser landen. Und eine erwartete Höhe von 6000 Metern, der höchste Punkt. Ich muss gerade überlegen, wir wollen Richtung Osten am besten, würde ich sagen. Deswegen drehe ich mal mein Raumschiff. Na, ich möchte hier jetzt nicht. So, dann haben wir gerade eben auch den ersten Stage hier fertig. Und ich drehe ihn nochmal eben ein wenig hoch. Mal nach links rüber. Zack. Einrasten. Damit wir natürlich so eine schöne Umlaufbahn hier bekommen. Eine erwartete Maximalhöhe bisher 20.000, 21.000 Meter. 23.000. Ich fliege nochmal ein bisschen gerade hoch. Mal ein bisschen gerade gehen hier. 28.000. Ja, das sieht doch bisher ganz gut aus. 30.000. Ich versuche auf eine Höhe so von ungefähr 130.000 Metern zu kommen. Der Umlaufbahn ist auch so ungefähr die ISS bei uns beide auf der Erde. Auf der Erde, um die Erde sozusagen. So. Wenn die Maximalhöhe sie ungefähr bei 130.000 ist, dann werde ich mal die Triebwerke abschalten. Achtzigtausend und dann werde ich mich bis zu dem höchsten Punkt treiben lassen. Und 110, 120, 130. So, ich habe die Triebwerke jetzt mal abgeschaltet. Viel Sprit haben wir dafür jetzt gerade nicht mehr. RCS an, dass er auch hier richtig ausgleichen kann. So, und dann. Es gibt nämlich ein neues Manöversystem auch jetzt seit dem neuen Update. Das werde ich jetzt mal kurz zeigen. Und zwar würde ich sagen, ungefähr an diesem Punkt füge ich mal ein Manöver hinzu. Und da geben wir mal mehr Schub auf diese Achse hier. Damit wir, tada, eine runde Bahn bekommen. Dann sind wir da auf 170.000, da sind wir auf 80.000. Mal ein bisschen verschieben hier auch noch. 128.000. Und da 130.000. Das ist in Ordnung so. Gehe ich mal raus aus der Karte. Und werde mein Raumschiff mal ausrichten. Ja, ich glaube, ich hätte doch mehr Schubdüsen gebraucht. Ja, ich schmeiß auch das mal eben ab hier. Das braucht man nämlich nicht mehr. Damit ich hier auch besser manövrieren kann. Huch. Na, jetzt taumelt hier mein Schiff gerade so ein bisschen. So, mal im SAS anmachen, dass ich ein bisschen ausgleichen kann. 35 Sekunden müssen wir burnen, aber ich glaube, wir müssen länger jetzt. Deswegen werde ich gleich schon mal starten. Drei Minuten sogar, das heißt, das wird gleich nicht so ganz stimmen hier. Mit der Laufbahn, wie ich das jetzt geplant habe. Ich habe das gerade ein bisschen verplant, weil ich ja mit den alten Düsen noch gerechnet habe.
Aber wird schon klappen irgendwie, dass wir hier eine gewisse Umlaufbahn irgendwie haben. Mal sehen. In 25 Sekunden kommt nämlich eigentlich erst die Node an, also der Punkt. Jetzt brenne ich hier auf jeden Fall ein bisschen mehr als Hälfte, Hälfte. Ich hatte nämlich auch so ein Tutorial gesehen gehabt von den Entwicklern und daher hatte gesagt, am besten sozusagen, wenn man wirklich braucht, zum Beispiel, und dass man 30 Sekunden lang die Triebwerke gestartet lassen soll, dann kann ich noch mal hier, soll man auch wirklich am besten 30 Sekunden bevor eben dieser Punkt kommt, brennen lassen. Oder eben so Hälfte, Hälfte. Das heißt dann 15 Sekunden vorher, 15 Sekunden nachher. Das habe ich natürlich jetzt ziemlich verpasst, weil ich auch mit dem alten Triebwerk noch gerechnet habe, gerade eben. Aber wir brauchen ja jetzt erstmal nur so eine ungefähre Umlaufbahn. Das kann man ja später immer noch ein bisschen verbessern. So. Da will ich es festsetzen. Den lösche ich mal wieder, weil den brauchen wir ja nicht mehr. Eine erwartete Höhe von 130.000 Metern. Versuche jetzt mal noch eine runde Umlaufbahn ungefähr zu bekommen und dann gleiche ich nachher aus. 140.000. Auf der anderen Seite kommen wir hier gleich irgendwie raus. Genau da. So. Dann füge ich da nochmal, da sind wir auf 40.000 Metern, füge ich da auf jeden Fall ein Dings hinzu. Ich glaube eher so. 33.000, 196.000. Huch. Nein, das ist die falsche Achse. Damit kann ich nämlich die Achse hier drehen, beziehungsweise die Umlaufbahn. Aber das wollen wir ja nicht. Hier füge ich nochmal ein Manöver hinzu. Zack. Dann sind wir da auf 116.000. Da sind wir auf 180.000. Und dann schieben wir das Ganze nochmal. 108.000, 190.000. Vielleicht muss ich auch in die andere Richtung schieben hier. Nee, falsche Richtung. Bisschen mehr Schub geben vielleicht. Nein, das ist falsch rum. So rum vielleicht. Ja, aber nicht so viel. War schon richtig. 127.000, 180.000. Hundertdreißigtausend, 180.000. Kann ich hier nochmal ein bisschen Schub geben vielleicht? Komme ich auf 160.000 da? 180.000 da. 181, 182. Aber eigentlich müsste ich, glaube ich, eher hoch. Eigentlich müsste ich das eher schieben hier. In die andere Richtung. Ah, ich lösche das hier nochmal. Hundertdreißigtausend, okay. 190.000, 125.000. Dann nochmal neu. Und zwar mache ich das erstmal so, dass ich da auf ungefähr 105. Obwohl, haha. Wenn ich hier burne, wie komme ich denn dann? Nein. Ich probiere hier gerade mal so ein bisschen rum. Ah, 134.000, 98.000.
100.000, 132.000. 106, 131.000. 139. 106. 120.000, 132.000. Na, dann nähern wir uns der Sache doch schon. 128, 136. Jetzt noch in die andere Richtung vielleicht ein bisschen schieben. 130.000, 133.000, so ist das ganz gut dann. Das heißt, da hinten müssen wir dann nochmal Schub geben. So. Jetzt drehe ich mich mal in Richtung dieses Notes. Huch. Was ist denn jetzt passiert? Eigentlich kann ich hier gerade nichts mehr machen. Ah, gehe ich mal ins Space Center. Ach, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Hups. Ich glaube, ich habe nämlich keinen Strom mehr. Das kommt davon, wenn man die Sonnensegel nicht ausfährt. Habe ich noch Strom? Nein, ich habe gar keinen Strom mehr. Ja, das passiert, wenn man keinen Strom mehr hat. Hätte ich die Sonnensegel ausgefahren, wäre das jetzt nicht passiert. Weil nämlich dieses elektrische Dings braucht natürlich Strom. Was machen wir? Ich beende mal eben den Flug hier und starte nochmal neu. Also, die Rakete haben wir ja schon mal fertig gebaut, die lief ja auch soweit. Was ich aber nochmal mache, ich werde den Teil hier nochmal drehen, weil wir ja in die andere Richtung sowieso wollen, dass ich gleich die Schubdosen richtig habe hier. Nein. So. Will ich hier arretieren immer an solchen Punkten. Genau. In Action Groups, das stimmt hoffentlich auch noch. Ja. Stimmt alles noch. Und dann nochmal neu starten. Ja, sowas kommt nämlich dann dabei raus. Stoße ich hier auch nirgends gegen, ich hoffe nicht. Wenn man nicht mehr dran denkt, dass man die Sonnensegel ausfährt. So. Auf ein neues. Ist das alles richtig? Ja. Oh, oh, ja. Passt. Sieht man das dann natürlich auch gleich mal, was passiert, wenn man keinen Strom mehr hat. So. Kannst du dich mal nicht drehen, danke. Also, Entschuldigung. Ich muss gerade mal kurz husten. So. Na, flieg meine Rakete, flieg. Die andere Mission habe ich jetzt beendet, deswegen wird sie hier auf der Karte auch nicht mehr angezeigt. So. 100, 5000 Meter, 100, 5000, 5000 Meter. Ich denke, wenn ich dann eine gewisse Höhe habe, wenn ich die andere Triebwerke abwerfen kann, dann werde ich auch mein Raumschiff hier gleich mal, mein Fluggerät gleich mal drehen. Na,